Herzlich willkommen. In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit dem Gozinto-Verfahren. Wir werden Ihnen das Gozinto-Verfahren vorstellen und wie Sie mit dem Gozinto-Verfahren ermitteln können, welcher Bedarf an Einzelteilen besteht, um eine bestimmte Anzahl von Baugruppen fertigen zu können. Anhand eines Beispiels werden wir Ihnen zeigen, wie Sie einen Gozintographen erstellen und daraus die Direktbedarfsmatrix ableiten und daraus den Gesamtbedarf berechnen und eine Gesamtbedarfsmatrix erstellen können. Das Gozinto-Verfahren dient der Vermeidung von Mehrfachaufzählungen bei der Beschaffung von Einzelteilen zur Fertigung von Baugruppen. Wir werden dies gleich am Beispiel eines Autos demonstrieren. Das Hauptinstrument des Gozinto-Verfahrens ist der sogenannte Gozintograph. Dieser stellt die quantitativen Beziehungen zwischen den Baugruppen und Einzelteilen her. Diese Beziehungen lassen sich auch in Form einer Tabelle oder einer Matrix darstellen. Diese wird Direktbedarfsmatrix genannt. Zeilenweise gelesen zeigt die Direktbedarfsmatrix an, in welcher Menge Einzelteile in Baugruppen verbaut sind. Spaltenweise kann abgelesen werden, welche Einzelteile in welcher Menge zur Fertigung einer Baugruppe benötigt werden. Mithilfe der Direktbedarfsmatrix lässt sich auch eine Gesamtbedarfsmatrix errechnen. Dies möchten wir nun an einem Beispiel demonstrieren. Die X GmbH hat beschlossen zu expandieren und eine Produktionsanlage zur Fertigung von Autos zu bauen. Das Auto als Endprodukt wird aus verschiedenen Baugruppen zusammengebaut. Zu den verbauten Baugruppen gehören unter anderem ein Motor und 4 Räder. Die Baugruppe Motor besteht aus 10 Zylindern, 40 Ventilen und 10 Zündkerzen. Die Baugruppe Rad besteht aus einer Felge und einem Reifen. Natürlich besteht ein Auto aus wesentlich mehr Baugruppen und die Baugruppen aus mehr Einzelteilen. Doch für unser Beispiel werden wir eine vereinfachte Form verwenden. Wir haben nun eine grafische Übersicht darüber, welche Anzahl von Einzelteilen und Baugruppen wir benötigen, um ein Auto zu fertigen. Das Ganze lässt sich auch in Tabellenform darstellen. Hier haben wir das Mengenverhältnis von Endprodukt, Baugruppen und Einzelteilen tabellarisch dargestellt. Wie bei der Direktbedarfsmatrix, zu der wir gleich noch kommen werden, können wir zeilenweise ablesen, in welcher Menge Einzelteile in Baugruppen verbaut sind. Für die erste Zeile wäre die Leseweise also von Zylinder, sind 10 Stück in Motor verbaut. Spaltenweise können wir ablesen, welche Einzelteile für die Baugruppen benötigt werden. Für die Baugruppe Motor beispielsweise 10 Zylinder, 40 Ventile und 10 Zündkerzen. Machen wir nun Klammern um die Tabelle und nehmen die Beschriftung weg, haben wir die Direktbedarfsmatrix. Aus der Direktbedarfsmatrix lässt sich ablesen, wie viele Einzelteile und Baugruppen wir brauchen, um ein Endprodukt zu fertigen. Nun schauen wir uns einmal den Primärbedarf der X GmbH an. Die X GmbH möchte im Jahr 100 Autos fertigen. Zusätzlich möchte sie für andere Autohersteller als Zulieferer für Motoren und Felgen dienen. Zu den 100 Autos sollen noch 50 Motoren und 200 Felgen gefertigt werden. Das Ganze können wir auch als Vektor darstellen. Der Primärbedarfsvektor zeigt an, wie viel von welchen Teilen bestellt wurde. Also keine Zylinder, keine Ventile, keine Zündkerzen, 50 Motoren, 200 Felgen, keine Reifen, keine Räder und 100 Autos. Den Primärbedarfsvektor werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch benötigen. Auch wenn keine Zylinder, Ventile, Zündkerzen, Räder und Reifen direkt bestellt wurden, benötigen wir diese Teile trotzdem, um bestellte Baugruppen fertigen zu können. Die Frage ist also, welchen Gesamtbedarf an Teilen haben wir? Zur Berechnung des Gesamtbedarfs subtrahieren wir im ersten Schritt die Direktbedarfsmatrix von der Einheitsmatrix. Zur Erinnerung, die Einheitsmatrix besteht nur aus Nullen. Lediglich die Hauptdiagonale besteht aus Einsen. Die Einheitsmatrix muss die gleiche Dimension, also Spalten- und Zeilenanzahl, besitzen wie die Direktbedarfsmatrix. Als Ergebnis erhalten wir diese Matrix. Informationen zum Thema Subtraktion von Matrizen erhalten Sie in unserem Slidecast Addition und Subtraktion von Matrizen. Die berechnete Matrix muss nun im zweiten Schritt invertiert werden.
Wir erhalten die invertierte Matrix, indem wir die linke Matrix zeilenweise so umformen, dass dort die Einheitsmatrix steht. Auf der rechten Seite können wir dann die invertierte Matrix ablesen. Wir beginnen von unten und sehen, dass die unterste, die achte Zeile, bereits der achten Zeile der Einheitsmatrix entspricht. Hier müssen wir also nichts umformen. In der siebten Zeile haben wir eine minus 4 in der letzten Spalte auf der linken Seite. Hier müssen wir umformen, um die siebte Zeile der Einheitsmatrix zu bekommen. Addieren wir zur siebten Zeile 4 mal die achte Zeile, haben wir dieses Ziel erreicht. Wichtig ist, dass Sie die durchgeführten Rechenoperationen auch auf der rechten Seite durchführen. In den Zeilen 6 und 5 sehen wir in Spalte 7 eine minus 1. Addieren wir die siebte Zeile zu den Zeilen 5 und 6, haben wir auch diese Form der entsprechenden Zeile in der Einheitsmatrix. Durch Addition der achten Zeile bringen wir die vierte Zeile in Form der Einheitsmatrix. Zu den Zeilen 3 bis 1 addieren wir 10 bzw. 40 mal Zeile 4 und wir haben unser Ziel, die Einheitsmatrix auf der linken Seite stehen zu haben, erreicht. Auf der rechten Seite können wir nun die invertierte Matrix ablesen. Im dritten und letzten Schritt zur Berechnung unseres Gesamtbedarfs muss die invertierte Matrix mit der Primärbedarfsmatrix multipliziert werden. Wie Sie zwei Matrizen miteinander multiplizieren, erfahren Sie in unserem Slidecast zur Multiplikation von Matrizen. An dieser Stelle möchten wir dies nur kurz für die erste Zeile demonstrieren. Dort rechnen wir 1 mal 0 plus 0 mal 0 plus 0 mal 0 plus 10 mal 50 plus 0 mal 200 plus 0 mal 0 plus 0 mal 0 plus 10 mal 100. Das machen wir auch für die restlichen Zeilen. Als Ergebnis erhalten wir dann die Matrix. Für unser Beispiel bedeutet, dass wir folgende Anzahl an Teilen benötigen, um die Bestellung bedienen zu können. 1500 Zylinder, 6000 Ventile, 1500 Zündkerzen, 150 Motoren, 600 Felgen, 400 Reifen, 400 Räder und 100 Autos. In diesem Slidecast haben Sie gelernt, wie Sie mithilfe des Cucinto-Verfahrens den Bedarf an Einzelteilen bei der Produktion von Baugruppen ermitteln können. Außerdem haben Sie gelernt, wie Sie einen Cucinto-Graphen erstellen und daraus die Direktbedarfsmatrix ableiten und mithilfe dieser den Gesamtbedarf berechnen und eine Gesamtbedarfsmatrix erstellen können.